Recht herzlich willkommen zur 44, nee, 54. Folge von Simodrans. Ja, ich habe meine Ansicht verdreht, weil das Startprogramm auf dem gleichen Button startet. So, der Zug steht hier, wie ihr seht. Das bedeutet, ja, er ist rausgefahren. Nach dem Abspeichern funktioniert das dann wieder ganz nett. Und jetzt können wir dann auch gucken, dass das wieder richtig läuft, ne? Also, Stahlwerk. Da, ist klar. Fährt dann nach Maschinenfabrik, ist auch klar. Fährt nach der Maschinenfabrik zum zweiten Stahlwerk, ist auch klar. Und fährt dann wieder zur Maschinenfabrik und dann geht es wieder von vorne los. So, der Stahlzug sollte dann eigentlich wieder richtig funktionieren. Wie sieht es denn hier aus? Was fehlt? Stahl, 401, was fehlt noch nicht mal der Stahl? Läuft. Doch. Aber 219 unterwegs, okay. Ja, Pause rausnehmen und weiterlaufen lassen, würde ich sagen. So, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr genau, was wir hatten. Das war jetzt so verzwickt in der letzten Folge mit dem Stahlwerk. Das hat Kohle, das hat Eisenerz, das hat zu wenig Schrott. Also ist es unterwegs, oder? Gut. So, mal gucken, wo hier wer steht oder auch nicht steht. Schrott war in so einem Zug auch mit drin. Der hat aber Kohle geladen. Er bringt den Stahl jetzt ein. Der Schrott kommt ja von hier. Ist der hier am Bahnhof liegen, der Schrott? Ja. Wer transportiert jetzt den Schrott? Dann bitte schön weiter. Gut, das können wir hier auch am Dingens festmachen. Details. Schrott. Die beiden machen das. Wo fährt der hin? Ach so, nee, der holt den Schrott. Ja, der holt den Schrott. Und die Anlieferung, beziehungsweise Anlieferung nicht. Maschinenstahl, Kohle zur Zeche. Das würde bedeuten, hier geht auch der Schrott mit durch die Gegend. Aber dieser Zug steht jetzt hier und wartet auf Eisenerz. Ja, das bedeutet, die Kombination des Zuges funktioniert nicht mehr. Das ist schlecht. Das bedeutet, wir sollten einen Zug für Schrott von hier nach da hinten fahren lassen, ne? Ja. Er fährt auch leer weg. Hier gab es keinen Stahl mehr, oder was? Verstehe ich jetzt nicht, warum er nicht geladen hat. Der Stahl sollte doch wohl zur Maschinenfabrik gebracht werden. Der fährt leer. Warum dies jetzt? Warum fährt er leer? Fahrzeit einer Maschinenfabrik Betriebshof, da fährt er hin. Gibt es einen zweiten Abnehmer für den Stahl? Nein, gibt es nicht, oder? Ist nur die Maschinenfabrik. Das ist jetzt eigenartig. Lass das mal gerade unten auf. So. Jetzt basteln wir uns noch einen Zug für Schrott. Wo ist der Schrott? Da ist der Schrott. Ah, die Lokomotiven können das alle und da haben wir drei Anhänger, die Schrott laden können. Läuft unter Schütt gut. Da haben wir noch 5. 92 Cent der Kilometer. 63. 42. Der 40, der 45 und der macht natürlich 100, ne? Dann würde ich mal sagen, nehmen wir den 100er. Ich glaube, die letzte Lok, die wir genommen haben, war der V188, ne? Hängen da mal ein paar Anhänger dran, ne? Wie viel haben wir denn? Ich glaube, 5 war Gleislänge, ne? Und dann kriegt der noch einen Fahrplan. Der Fahrplan ist dann, wo ist er?
Von da nach da. So, 100% können wir nicht machen. Neue Linie. Die Schrottgeschichte. Zeche? Ne, ist keine Zeche. Ist das Stahlwerk zu Stahlwerk. Fertig. Fertig. Und Stahlwerk zu Stahlwerk steht da. Kann er auch starten. Lass mal schnell dahin gehen. Und den mitnehmen. Gucken, wo er lang fährt. So, er fährt jetzt hier unten auf jeden Fall hin und holt da Stahl. Oder auch nicht. Wenn er jetzt keinen Stahl kriegt, dann weiß ich aber auch nicht, was Sache ist. Nö. Was sagt der Fahrplan? Er soll die 100% kriegen. So. Nee, das ist auch verkehrt. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier reinklicken. Da liegt aber auch nichts. Aber das hat doch einen Vertrag mit der Maschinenfabrik da hinten, oder? Oder ist die jetzt voll? Ach, die ist ja auch voll, ne? Gut. Jetzt wurden gerade Maschinenteile abgeholt. Das heißt, hier fällt es auch wieder runter. So, er da unten fährt schon. Auch auf dem richtigen Weg. Gucken wir. Ja. 390, ja, muss das da runter oder was? Machen wir da hin. Was war das hier? Das war das Stahlwerk. Das ist. Mit zu wenig Schrott bestückt? Nein. Das könnte noch produzieren, denke ich. Stahl ist ja auch da. Also da ist nicht das Problem jetzt. Hier werden die zum Baumarkt gebracht. Das ist hier. Das passt auch. Soweit läuft eigentlich alles. Diese hier beiden, ne? Die sind jetzt dann die Frage, was machen die, ne? Schrott. Fahrplan. Chemiewerk. Wo ist ein Hardex ein Chemiewerk? Ach, da unten ist das. Okay. Dann zum Stahlwerk Alt. Und wieder zurück. So, der bringt das nur da und dahin. Das ist ja alles gut dann. Ja, aber hier kommt kein Stahl mehr, kein Schrott mehr an, weil er hier steht und er hat den Fahrplan. Aha, ich glaube, er hat das gleiche, ne? Da sind zwei Züge auf der gleichen Linie. Jupp, und jetzt haben wir eine Direktverbindung. Das bedeutet, die brauchen da gar nicht mehr hin, ne? Die hätten nicht, die hätte ich direkt zum anderen Stahlwerk schicken sollen. Schwierig jetzt. Falschen Button erwischt. Dann müssen wir den mal gucken, dass wir den woanders hinbringen. Na, dann werden wir die Züge vielleicht, ja, keine Ahnung, wohin schicken. Müssen wir mal gucken. Und ja, wo? Das ist die Frage, die ausmustern. Eigentlich nicht. Er hat jetzt hier den ganzen Schrott geladen, das ist klar. Aber das bringt ja nichts, zack. Da ins Depot. Ja, und den auch zum Depot. Weil ich glaube, die sind beide nur für die Schrottverteilung gewesen. Brauchen wir dann auch nicht mehr, ne? Gut. Ja, das sind die beiden. Die können jetzt erst zum Depot fahren. Ich weiß. Achso, darum fährt er. Und er fährt jetzt, wenn die Strecke frei ist. Dann passt es erst wieder. Ja, jetzt haben wir hier einen riesen Bahnhof und brauchen den wahrscheinlich gar nicht.
weil eigentlich nur Maschinenfabrik hier ist. Gut, er fährt wunderbar da hinten hin. Und bringt zum Werk da hinten dann die ganze Ladung. Und der steht da schon und wartet, dass dann geladen wird. Mach mal, was ist das hier? Okay, erreicht, ist klar. Da kommt er jetzt und der zweite Zug ist auch da. So, er lädt jetzt hier ab. Ja, warte mal, hier war er jetzt. Genügend da. Ne, da liegt es ja noch gar nicht dran. Es liegt ja immer noch an unserer Maschinenfabrik. Dass die hier noch genug Stahl hat wohl. Lass mal gerade schneller laufen. Ah, das dauert natürlich eine ganze Weile. Ja, der fährt jetzt runter und bringt das da rüber. Und ich glaube, der bringt schon doppelt so viel dahin, wie die anderen beiden eben einzeln geschafft haben, ne? Das waren hier 1, 2, 3, 4, 5 Anhänger. Und hier sind's, keine Ahnung. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anhänger, okay. Geht, ne? Sagen wir es mal so. So, da müssen wir dann überlegen, was wir damit machen. Lass sie erstmal stehen. Und gucken wir weiter. Maschinenfabriker 288. Produziert jetzt aber auch nicht mehr. Wahrscheinlich aus dem Grunde, weil hier Maschinenteile stehen. Ja. Und der produziert immer nur so lange, wie abgeholt wird. Und da hier dieser Zug, der ja die Maschinenteile auch transportiert, immer steht, habe ich jetzt noch nicht auf, das ist der richtige, ne? Der hat nämlich 100 da eingegeben und deswegen geht das auch. So, jetzt nur die Frage, wie lange dauert es, bis das voll ist. Tja, hier fehlt es an Öl. Da kommt's Öl gerade. Oder hält er hier nicht an? Nee, der fährt glaub durch. Nee, der dreht. Dann gibt's jetzt doch gleich das Öl, oder? Jetzt fährt er da unten gerade vorbei. Hier, und hält an und gibt Öl raus. Und da ist Öl da. Und die produzieren wieder. So, und dann geht hier auch was auf dem Wagen drauf, oder? Machen wir gerade schneller. Ja. Noch ein? Ja. Und jetzt fährt er auch. Dann würde es ja eher an der Lieferung von dem Stückgut hier fehlen. Die Lackfarben fehlen, um die Maschinen zu lackieren. Und das dauert also aufgrund der fehlenden Ölgeschichte. Und wo holt er weg? Radexen Südwaldbahnhof. Der holt das oben aus Rendsburg-Ohlfeld. Okay. Bedeutet das, wir brauchen einen zweiten Zug oder so. Ist das hier? Ne, das ist die Raffinerie. Aber hier gibt's Öl. So, hier wird der Kunststoff gemacht, oder? Ja, Granulat. Dann da nicht, sondern... Wo ist denn das? Da. Das bedeutet, hier muss definitiv noch ein Zug hin. Mit mehr Öl. Ganz einfach. Ja, aber ich würde sagen, um den Ölzug kümmern wir uns dann das nächste Mal. Und ja, schauen dann weiter. Okay, dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.